So kennen die Reutlinger ihren Weihnachtszirkus, bunt, akrobatisch und voller Momente, die einen den Atem stocken lassen. Doch so weit voraus, an Weihnachten, denkt jetzt wohl noch keiner. Außer den Machern der Traditionsveranstaltung am Kreuzeiche-Stadion. Sie haben ihre Vorbereitungen für den diesjährigen Weihnachtszirkus jetzt abgeschlossen. Und eines haben sie uns bereits verraten. Einer der Stars in der Manege wird kein geringerer sein als der bekannte Clown Fumagalli, der mit einem goldenen und einem silbernen Clown in Monte Carlo bereits alles abgeräumt hat, was die Zirkuswelt zu bieten hat. Wer sich seinen und andere spektakuläre Auftritte nicht entgehen lassen möchte, kann sich schon bald seine Eintrittskarten zum Reutlinger Weihnachtszirkus vom 20. Dezember bis zum 6. Januar sichern bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.